300.000 und du ist das Motto des Rheinland-Pfalz-Tages 2018. So viele Besucher erwarten die Veranstalter am Wochenende in Worms. Das 34. Landesfest soll das bislang größte werden. Auf 5 Bühnen spielen Topstars wie Matthias Schweighöfer oder Teenie-Idol Mike Singer. Was freuen Sie sich denn so am meisten? Also die Musik natürlich, die Bands und sich die ganzen Stände anzuschauen. Wir wohnen hier in der Nachbarschaft für ein paar Tage. Und haben dann heute einfach mal einen kleinen Abstecher nach Worms gemacht. Sehr, das finde ich toll, kann man hier schön Zeit verbringen, macht viel Spaß. Hannelore Reinheimer von den Landfrauen Rheinhessen war schon vor 32 Jahren beim ersten Rheinland-Pfalz-Tag in Worms dabei, damals noch mit der Landjugend. Von gemeinsamen Backabenden bis hin zu Gruppenreisen kümmert sie sich um den Zusammenhalt von Frauen auf dem Land und das präsentiert sie an ihrem Stand. Von der Art her hat sich das Fest wenig geändert, sagt sie, nur eines. Was da jetzt heute alles an Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden muss, das war damals gar nicht. Wir standen mitten in der Fußgängerzone mit dem Schwenkgrill. Ich glaube, das wäre heute nicht möglich. Und wir konnten auch jederzeit rein und raus in die Stadt und Nachschub holen. Und das ist ja dieses Jahr alles schwierig. Und deshalb haben wir auch nichts, was wir irgendwie noch nachholen müssten. Container und Barrikaden versperren die großen Zufahrtswege. An den Eingängen wird sehr viel kontrolliert. Für ortsansässige Unternehmer wie Pidan Chanolu eine komische Situation. Aber der Gedanke an gute Geschäfte überwiegt. Normalerweise verkaufe ich am Tag 30 Stück oder 40. Jetzt habe ich über 50 oder 100 will ich verkaufen am Tag. Und da haben wir eigentlich noch Zigarrenbörek. Über 500 Stück habe ich schon gemacht. Und gucken wir mal, wie das dann halt abläuft. Und obwohl das Wetter unter der Woche verrückt gespielt hat, scheint Petrus Worms wohlgesonnen zu sein. Es ist ja viel los beim Wetter, aber Worms gehört zum Glück nicht zu unseren Sorgenkindern. Ganz im Gegenteil, heute schon deutlich besser. Morgen kommt dann noch mehr die Sonne raus. Und am Sonntag gibt es einen angenehmen Tag bei 25 Grad, einem geringen Gewitterrisiko und viel Sonnenschein. Und das ist auch gut, denn dann findet mit dem großen Festumzug der Höhepunkt des Rheinland-Pfalz-Tages 2018 statt.